Wir begrüßen bei uns im Studio die Regisseure des preisgekrönten Dokumentarfilms Ghostland – Reise ins Land der Geister, Katenia Lerma und Simon Stadler. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Herr Stadler, wie kommt man auf die Idee, in die Wüste zu gehen und dort zu filmen? Ich bin Ethnologe und habe hier in Frankfurt Ethnologie studiert und eine Mitkommilitonin, die ist nach Namibia gegangen vor 15 Jahren und hat dort einen Stamm, die Uansi, in der Kalahari entdeckt. Und sie hat mich immer gefragt, ob, wenn ich mal nach Namibia kommen will, eine Dokumentation über sie machen will. Ich habe das immer verneint, aber dann gab es eine ganz spezielle Gelegenheit, dann habe ich zugesagt und dadurch kamen wir in die Kalahari und mussten uns dann mit den Drehbedingungen in der Kalahari sozusagen anfreunden. Sie haben mir jetzt die nächste Frage schon vorweggenommen. Was nimmt man denn da alles mit? Gerade im Bewusstsein, dass wir in die Kalahari fahren, haben wir das Equipment extrem abgespeckt. Wir hatten ein kleines Stativ dabei, einen kleinen Camcorder, eine Tonangel, sind dann direkt in die Kamera gegangen, also kein Tonmischer dazwischen gestellt und keinerlei Licht dabei gehabt. Also dementsprechend waren wir circa bei 25 Kilo Reisegepäck nur, was für eine Filmproduktion eigentlich ein Witz ist. Ja. Aber dadurch konnten wir in den Bedingungen, die sehr sandig, sehr windig und wirklich sehr schwierig sind für die Technik, konnten wir die Technik auch heil wieder nach Deutschland bringen. Wie sah es denn mit dem Strom aus? Die nächste Stromquelle war 120 Kilometer weiter weg. Das hieß, wir haben wirklich den kleinen Camcorder, war auch die Entscheidung dafür, weil mit den Akkus, die wir dafür hatten, konnten wir zumindest so 6-7 Tage drehen und auch mit den P2-Speicherkarten, die wir dann immer über den Laptop auf Daten zur Datensicherung auf Festplatten übertragen mussten, konnten wir eigentlich nur 2-3 dieser Karten übertragen. Das heißt, alle 6-7 Tagen mussten wir diese 120 Kilometer in Anspruch nehmen, sind dann nach Grootfontein gefahren, waren dann eine Nacht im Hotel, haben die Akkus geladen, die Daten übertragen und am nächsten Tag wieder zurück in die Wüste und weiter ging's. 120 Kilometer zur nächsten Stadt. Das klingt ja jetzt für deutsche Verhältnisse nicht so weit. Das kann man ja im Porsche oder mit den entsprechenden Autos relativ schnell schaffen. In der Wüste sieht das wahrscheinlich ganz anders aus. Können Sie da mal ein bisschen was dazu erzählen? Also wir hatten ein Auto, mit dem wir auch auf Sandstraßen fahren können. Da natürlich dann, also es gibt viele asphaltierte Straßen in Namibia, aber zu ihnen führt keine. Also man muss irgendwann abbiegen von der zuerst Gravel Road und dann kommt tatsächlich eine Sandstraße. Manchmal muss man auch noch Luft ablassen, um durch den Sand zu kommen. Und wie lange ist man unterwegs? Weil das geht ja auch von der Drehzeit ab. Für diese 120 Kilometer braucht man schon, wenn man schnell ist, wir haben uns Mühe gegeben, zumindest noch auf der Gravel Road, an die zweieinhalb Stunden. Herr Stadler, wie schützt man denn sein Equipment vor Staub, Sand? Nicht, dass Ihnen am ersten Tag schon eine Katastrophe passiert und dann war es das. Wir hatten Pelikan-Koffer dabei, mehrere, so dass wir es da relativ sichern konnten, wo auch die Laptops etc. und die Datenträger drin waren. Aber jetzt beim Dreh war es häufig so, dass wir ein großes Tuch dabei hatten und eine Mülltüte. Wenn ein Windhauch kam mit einem großen Sand, dann sofort die Mülltüte drüber, Windhauch unter den Mantel getan halt und dann gehofft, dass wir so die Kamera geschützt haben. Als wir zurückkamen, man hat schon ein kleines Knirschen in den Optiken gehört. Allerdings hatten wir dort vor Ort wirklich nicht den Super-GAU gehabt und das Equipment hat uns nicht im Stich gelassen, Gott sei Dank. Das bedeutet ja aber auch, Herr Stadler, dass man solche Dreharbeiten völlig anders planen muss, auch vom Zeitkontingent her. Wir konnten jetzt nicht einfach planen, okay, wir drehen jetzt die nächsten 2-3 Tage durchgängig, weil nach anderthalb Tagen hatten wir keinen Akku mehr. Dementsprechend war die Drehvorbereitung ein bisschen konkreter oder musste konkreter sein. Und wir haben häufig auch dann die Kamera wirklich nur im Notfall angemacht sozusagen und haben nicht einfach mal mitlaufen lassen, wie das heute in den digitalen Welten ja häufig passiert, dass man einfach mal das Mikro, dass man einfach mal das Interview eine Stunde durchlaufen lässt. Das konnten wir uns leider nicht leisten. Wir mussten es dann wirklich auf die Kernpunkte fixieren. Ja, also wir mussten uns immer ganz genau überlegen, auch mit was muss geladen werden. Also es war ja auch anstrengend für uns, unterwegs zu sein die ganze Zeit, aber es hörte eben nicht auf damit, sondern natürlich mussten wir immer überlegen, was muss geladen werden, was ist noch voll, wie sieht das Equipment aus, muss man es reinigen, vielleicht auch im Hotelzimmer von Sand oder im Zelt. Also das war abends immer noch Programm auf jeden Fall. Sie haben eben davon gesprochen, das Reinigen im Hotelzimmer und auch im Zelt. Das passt jetzt vielleicht nicht so ganz rein zur Technik, aber gibt es irgendeine Episode, die das Übernachten im Zelt jetzt erzählenswert macht? Gab es da irgendwelche Erlebnisse? Gab es Begegnungen mit Tieren oder mit Wetterbedingungen? Es war nicht genau während der Dreharbeiten, es war während der Übersetzungsarbeiten tatsächlich. Da war unser Zelt, ließ sich nicht mehr richtig schließen, also der Reißverschluss war kaputt. Wir waren in der Kalahari bei Ihnen eigentlich.
Und in der Zeit waren sehr viele Mambas unterwegs. Es war sehr viel Regen und die Mambas sind dann etwas verwirrt und es gab mehrere Angriffe im Dorf auch. Man hört dann immer Geschrei und ich bin jede Nacht eigentlich, also ich habe jede Nacht mit meinem Leben abgeschlossen, weil der Reißverschluss nicht zuging und es waren eben Mambas unterwegs, die sehr angriffslustig sind. Ich habe dann immer Klamotten dazwischen gestopft, dass sie nicht reinkommen. Und wir sind auch einmal nachts aufgewacht von einem Geklopfe neben unserem Bett. Und ich rief dann nur raus mit Henry, also Hui, unser Übersetzer, mit was ist los? Sagt er, ach, not so bad, it was a baby mamba. I killed it. Und dann habe ich ihn noch gefragt mit, naja, die sind ja nicht so giftig, diese baby mambas. Meinte er, doch, genauso. Also es war schon so ein bisschen, in der Zeit hatte ich schon ein bisschen Angst. Die schwarze Mamba, das ist halt wirklich, und uns haben auch weiße Farmer gesagt, gut, wenn sie gebissen werden, das Hospital ist 120 Kilometer weg, setzen sie sich in Schatten, rauchen sie noch eine Zigarette, sie haben dann 7-8 Minuten und dann machen sie sich auf die Reise sozusagen. Jetzt haben wir ja gerade so einen Einblick in das tägliche Leben dort bekommen und die Überraschungen, die dort lauern. Haben Sie das erstens vorher alles gewusst und zweitens, wie haben Sie sich denn vorbereitet? Haben Sie interkulturelle Studien betrieben? Erzählen Sie mal. Ich habe länger in Südamerika im Dschungel gelebt. Dadurch habe ich ein bisschen Erfahrung mit wilden Tieren und extremen Drehsituationen. Allerdings die Wüste in der Kalahari war auch eine neue Situation für mich. Schwarze Mambas gibt es zum Beispiel nicht in Südamerika. Aber generell einfach nur wirklich mit den Juxmohansi auf dem Boden zu sitzen, am Feuer nur ein Zelt dabei zu haben. So Drehsituationen hatte ich schon viel in Südamerika. Davor war ich schon mal so ein bisschen drauf eingestellt, was auf uns zukommen sollte. Für die Frau Lärmer war es, glaube ich, eine neue Situation. Da kann sie vielleicht noch was dazu sagen. Ja, sicherlich versucht man sich vorzubereiten, ne, und denkt so ein bisschen, ah, da ist viel Sand und Busch und was, wie kann das sein? Also das kann man schon vorbereiten, aber natürlich nicht alles. Also man kommt dann schon in Situationen, mit denen hätte man nicht gerechnet. Zum Glück waren es wirklich nie gefährliche Situationen, die wir erlebt haben, bis auf eben die Mamba war immer irgendwie gegenwärtig. Wie ist denn der Kontakt zu den Juxmohansi entstanden? Meine Mitkommilitonin hier aus Frankfurt, aus der Ethnologie, die ist nach Namibia gegangen und lebt seit 15 Jahren in Namibia. Und die hat die Juxmohansi dort in der Wüste kennengelernt und hat vor 10 Jahren schon zum ersten Mal gesagt, du musst nach Namibia kommen, wir müssen eine Dokumentation über die Juxmohansi machen. Ich habe das immer verneint, weil es gibt ganz viele Dokumentationen aus den 50ern und 60ern, die zeigen, wie sie die Juxmohansi singen, tanzen, jagen etc. Und habe dann immer gesagt, nee, es gibt es einfach schon. Und dann hat sie mich vor 6 Jahren tatsächlich angerufen und gemeint, Simon, da ist so ein verrückter Namibianer, der hat einen Touristenbus organisiert und er will den Juxmohansi jetzt Namibia zeigen, ja, ihr eigenes Land, wo sie selbst noch nie waren, ja. Und fändest du das nicht interessant? Und Frau Lärmer hat in dem Moment neben mir gesagt, oh, da will ich auch mit. Und dann habe ich gesagt, ja, wir kommen. Und haben 4 Tage später haben wir im Flugzeug gesessen. Ich habe eine kleine Filmproduktion, habe dann die Kamera, das Equipment aus dem Keller geholt. Und 4 Tage später sind wir losgeflogen und waren dann bei ihnen im Dorf, sind dann direkt ins Dorf zu ihnen gefahren, waren dann 2 Wochen vor Ort ohne Kameradreh. Also wir hatten die Kamera schon dabei, haben aber nicht gedreht. Ich habe mit den Herren Fußball gespielt. Die Katene hat mit den Damen Handicraft gemacht oder am Feuer gesessen, sodass sie erstmal zu uns ein Vertrauen und eine Beziehung aufbauen konnten. Und erst als dann der Touristenbus kam und sie abgeholt hat und sie dann losgefahren sind, dann haben wir angefangen zu drehen. Wir haben ja eben gehört, das ist eine Sprache mit Klicklauten. Zieht sich das durch die ganze Sprache? Und ich weiß noch, als ich in meinen Jugendzeiten im Ausland war, habe ich über die Kinder viel die Sprache aufgenommen. Wollen Sie da mal ein bisschen was dazu erzählen? Wenn du den Klick im Wort veränderst, verändert sich die Bedeutung. Sie haben 4 Hauptklicks, ich kann nur 2 Hauptklicks überhaupt pronunzieren gescheit. Wenn wir dann wirklich Bushman, Juxmohansi sprechen, ist das Gelächter immer sehr groß. Wir verstehen inzwischen relativ gut, aber die Frau Lärmer war sozusagen unsere Sprachspezialistin, hat auch ein kleines Vokabelbuch angelegt halt über die gesamte Zeit, sodass sie jetzt eigentlich auch relativ gut Juxmohansi kann. Also mit den Klicks ist wirklich sehr schwierig für mich auch. Ich habe mich dann auch irgendwann gar nicht mehr getraut, weil sie sich eben immer totlachen, weil man dann genau das falsche Wort gesagt hat. Also es ist schon sehr faszinierend, so zwischen den ganzen Vokalen. Das kommt ja auch ganz schnell, kommt halt einfach mal so ein Klick. Manchmal nehmen wir ihn gar nicht richtig wahr, weil es für uns eben nicht zum Sprachverständnis gehört. Es ist schon eine sehr interessante Sprache. Ich habe versucht, sie zu lernen. Ich habe auch tatsächlich natürlich ein Vokabelheft und sitze immer da mit den Kindern und den Mädchen und fragen uns dann gegenseitig Wörter ab. Was ist der Vogel? Was ist das Feuer? Und ich trage das dann immer in Lautschrift auch ein. Aber sehr schwer zu lernen. Sehr interessant, aber sehr schwer.
auch während der Gesamtproduktion, dadurch, dass nur drei Herrschaften im Dorf ein bisschen Englisch können und sie häufig dann auch bei den Interviews oder etc. oder Sachen, wenn sie einfach was in der Wüste passiert ist und dort Juktruhansi waren, die sich dann auf Juktruhan unterhalten haben, wussten wir gar nicht, worüber sie geredet haben. Das heißt, wir sind mit 200 Stunden zurück aus der Wüste nach Deutschland gekommen und haben dann festgestellt, dass wir 50 Stunden Material gar nicht wissen, was gesagt wird. Das heißt, wir haben es dann nochmal ausgegliedert im Studio, haben es ausgespielt neu, sind dann zurückgefahren in die Kalahari, waren dann 2 Monate vor Ort und da hat unser bester Buschmann-Freund Gui hat dann mit einem Laptop in der Wüste gesessen und hat auf ein kleines Aufnahmegerät versucht, das synchron zu übersetzen. Und nur die, da waren wir 2 Monate vor Ort. Ich glaube, nur die Übersetzungen haben bei der gesamten Projektlänge von 5 Jahren eigentlich mehr wie 2 Jahre ausgemacht. Also dadurch war das natürlich problematisch, weil es in Gesamteuropa niemanden gibt, an keiner Fakultät, der Juktruhan uns übersetzen konnte. Und dadurch mussten wir sozusagen wieder zurück in die Kalahari und das direkt vor Ort machen. Vielleicht ist ja Ihr Film Ghostland jetzt der Anlass dafür, dass es ein neues Studienfach in Deutschland geben wird für Ethnologen. Wahrscheinlich nicht, weil es gibt die Guisan, wie sie auch wissenschaftlich genannt werden, sind insgesamt 1 Million in Südafrika, Botswana und Namibia. Und die Juktruhansi sind die kleinste Gruppe von allen. Das heißt, in Namibia gibt es zum Beispiel nur noch 6.000 original sprechende Juktruhansi dieser Sprache. Und da gibt es keinen Lehrstuhl in Europa. Wir haben tatsächlich alle Fakultäten in ganz Europa abgeklappert, um einen Professor zu finden, der uns dort weiterhelfen konnte mit den Übersetzungen. Es wird wahrscheinlich auch, weil es einfach so eine geringe Zahl ist von Sprechern, von des Juktruhan, wird es wahrscheinlich jetzt auch keine Veränderungen dort an den Fakultäten geben. Je mehr ich von dieser Sprache oder den Wörtern der Sprache gelernt habe, wurde mir klar, wie einfach sie ist. Also es ist eine ganz einfache Sprache, die keine Vergangenheit und keine Zukunft hat, was eben wieder ganz viel über die Gesellschaft natürlich aussagt, dass sie prinzipiell kein Danke hatten. Mittlerweile gibt es das Wort, es gab es aber früher nicht. Keine Entschuldigung. Und dann lernt man eben sehr viel über die Gesellschaft und wie sie funktioniert. Sie haben diese Worte einfach nicht gebraucht, weil es in der Jäger- und Sammlergemeinschaft immer darum geht, dass man gegenseitig aufeinander angewiesen ist. Und dann werden solche Worte unnötig. Also dann bedarf es solcher Worte nicht. Wie waren denn die klimatischen Bedingungen vor Ort? War es heiß, kalt? In der Kalahari ist tatsächlich zu den Drehzeiten, wo wir da waren, das war meistens Januar, Februar, März, sehr, sehr heiß, teilweise dann auch zum März hin sehr feucht, so dass wir, obwohl wir schon große Hitze gewöhnt sind, dann teilweise wirklich an unsere Grenzen kamen. Vor allem bei den Dreharbeiten war es wirklich manchmal, ja, also wir sind nachts dann einfach wirklich ins Zelt gefallen, weil es einfach wirklich uns über den Tag so zermürbt hat, die Hitze und die Feuchtigkeit. Und es wiederum in der Wüste das Problem, nachts wird es kalt, sobald die Sonne weg ist, ist ein Temperatursturz von 20 Grad und da mussten wir uns auch erstmal dran gewöhnen. Wir haben uns dann immer sehr an unsere Buschmann-Freunde sozusagen gedrängelt am Feuer und da konnte man sozusagen die Zeit, die dann die Abkühlung halt irgendwie mit sich gebracht hat, ein bisschen überbrücken. Dabei fällt mir ja spontan jetzt die Frage aller Fragen ein, was packt man denn ein? Ist bei 21 Kilo Schluss und wie trifft man die Wahl? Gewogen habe ich meine Tasche nicht. Es variierte auch stark, kann man sagen, je nachdem, was ich noch von Simon nehmen musste oder nicht. Was war für den Tag geplant, was man auch an Equipment noch zusätzlich mitnimmt, die Akkus. Also die Tasche war schon immer sehr schwer. Und neben der ganzen Technik natürlich immer eine Flasche Wasser, manchmal eben 2 Flaschen Wasser. Auf jeden Fall immer ein Tuch, das man dann notfalls befeuchten kann, um sich etwas Kühlung auf dem Kopf zu verschaffen. Ein Tuch für die Kamera, Schutz vorm Sand, für das Mikrofon auch. Also es kamen schon immer einige Dinge zusammen. Und wie gesagt, gut war es, man hatte sich das am Abend vorher zumindest halb durchdacht, weil wenn wir dann auf dem Weg waren, konnte man oft nicht umdrehen, weil sonst hätten wir das Bild wahrscheinlich nicht bekommen. Zusätzlich natürlich dann auch im Sand, da fällt mir die Geschichte ein mit dem Hinterherrennen, also dann durch den Sand. Simon musste dann aber hinter jemandem herrennen und ich hing mit meinem Mikrofon in der Kamera und konnte irgendwann nur noch schreien, weil ich nicht hinterhergekommen bin bei der Hitze und dem Sand. Mit, ja, schmeiß das Mikro raus, zieh das Kabel raus, weil ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Also das ist auch passiert. Ich glaube, unser Handgepäck war schwieriger wie das Festgepäck. Also ich hatte dann eine Kameratasche, die so im Handgepäckgröße war, aber das war so vollgepackt mit Festplatten, die hat ca. 25 Kilo gehabt. Aber Gott sei Dank hat Air Namibia uns nie kontrolliert, sonst hätten wir auch eine riesige Rechnung für Übergepäck gehabt. Also so, das hat sich einfach durch den gesamten Dreh gezogen, dass wir eigentlich mit 2 Personen, teilweise wirklich mit dem Equipment, was wir dabei hatten, so an der Grenze waren.
Wie ernährt man sich denn im Busch? Nach ein paar Tagen, weil wir unser Essen auch mit den Jukwansi geteilt haben, hatten wir auch nichts mehr zu essen. Dann haben wir teilweise Sachen auch von ihnen mitgegessen, das dann bis hin zu kleinen Würmern, die sie finden und rösten. Also ich war Frau Lehrmann nicht, aber ich bin da sehr mutig sozusagen. Und ich hatte auch dann teilweise einfach immer Hunger, sodass wirklich das dann die Fahrt in die Stadt zum Akkuladen auch eine gute Erholung für uns war. Weil etwas Kaltes trinken, mal duschen, die Sachen waschen, was Gutes essen. Und am nächsten Tag waren wir dann wieder gestärkt und sind zurückgefahren sozusagen, mit neuem Essen dann auch in unserem Jeep. Aber wie gesagt, teilweise, wenn dann halt der Busch nicht was zu essen hergab und die Jukwansi Hunger hatten, dann haben die halt abends alle bei uns gesessen und dann war dann auch manchmal nach 3 Tagen unser Essen schon leer und dementsprechend waren dann halt die nächsten Tage ein bisschen durch Hunger geprägt. Die Jagd wurde ihnen verboten 1990 durch ein Gesetz des Staates Namibia, was eigentlich zu einer Entwurzelung, einer kulturellen Entwurzelung auch der Buschmänner geführt hat. Aber wenn sie in den Busch gehen, sie finden Bären, sie wissen, wo die Wurzeln wachsen, sie kennen wirklich jede einzelne Pflanze, die sie als Nahrungsmittel nutzen können und dadurch ist so eine Grundernährung sichergestellt. Auch mit Wasser zum Beispiel, sie wissen immer, es gibt immer Wasserstellen und wenn du dort im Sand buddelst, dann kommt tatsächlich Wasser zum Vorschein oder es gibt gewisse Knollen, wo immer ein kleiner Wasserreservoir irgendwie vorzufinden ist. Dadurch, Jukwansi würde jetzt nie verdursten, aber generell ist natürlich jetzt da keine großen Wassermengen, dass man sich da komfortabel duschen kann, etc. etc. Da haben wir auch nie drauf zurückgegriffen. Wir hatten dann meistens Wasser aus der Stadt mitgebracht, was aber auch daran liegt, dass das Wasser, was sie trinken, immer aus großen Bottichen zusammengetrunken wird und fast alle dort Tuberkulose haben. Und dadurch haben wir dann meistens auf das Wasser aus der Zivilisation zurückgegriffen, wobei gesagt wird, dass das westliche Immunsystem gut genug ist, als dass wir nicht die Tuberkulose bekommen. Aber wir wollten uns nicht immer drauf verlassen. Es gibt ja dieses deutsche Sprichwort, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Sie sind gestartet, hatten eine bestimmte Vorstellung und jetzt sind Sie wieder zurück und haben dann erlebt, wie es wirklich war. Möchten Sie da mal so einen Vergleich ziehen, vorher, nachher? Wir können kein Drehbuch schreiben, wir können uns nicht wirklich vornehmen, was wir möchten. Es gab dann schon Ansätze, natürlich, von wegen, wir möchten eben diesen Blick umdrehen. Wir möchten, dass Sie auf unsere moderne Welt schauen. Das war der Ansatzpunkt. Und natürlich hatten wir Fragenkataloge zusammengestellt und genaue Bilder im Kopf. Aber wenn man dann auch mit dem lebenden Objekt sozusagen arbeitet und dazu noch mit einer Ethnie, die man vorher nicht kannte, verändert sich natürlich viel im Laufe der Dreharbeiten. Auch wie reagiert der Protagonist auf die Kamera oder was mag er vielleicht nicht? Was für Fragen können wir stellen und können wir eben grundsätzlich nicht stellen? Also gerade aufgrund dieser fehlenden Vergangenheit und Zukunft und den Gedanken daran, den sie eben nicht haben, konnten wir einfach nicht Dinge aus der Vergangenheit abfragen und auch nicht in der Zukunft. Nämlich mit, wie stellt ihr euch es denn vor, wie es dann in Europa sein wird? Das war für sie wirklich schwer zu verstehen. Sie kennen das zwar aus dem Englischen auch, das, aber nicht wirklich. Also sie können es nicht begreifen und demnach auch nicht beantworten. Das heißt, wir wurden immer wieder konfrontiert mit Einschnitten, mit so funktioniert das nicht. Wir müssen andere Fragen stellen. Wie bringen wir sie dahin, dass sie uns sowas beantworten? Es ging einfach nicht. Und Simon hat mal was sehr Schönes gesagt mit, naja, man begeht eigentlich auch so etwas wie eine Reise, wenn man so einen Dokumentarfilm macht, weil man begibt sich auf die Reise der Antworten, die man nach und nach bekommt. Und so war es eigentlich auch. Das war dann später im Schnitt schwierig, also das alles zusammenzubringen. Es ist manchmal ja hilfreich, man hat so den Masterplan und kann dem folgen, das konnten wir nicht. Aber umso interessanter war es auch und umso mehr eben auch eine Reise für uns. Jetzt gibt es ja immer so eine Frage, die grundsätzlich interessiert. Und zwar nach dem schönsten Erlebnis und dann auch nach der größten Herausforderung und was denn schiefgegangen ist. Dazu fällt mir ein, als wir die erste Nacht dort waren und eben bei Henry praktisch eben neben seiner Hütte unser Zelt aufgeschlagen hatten, da waren wir das allererste Mal im Dorf. Und es wurde dann schon dunkel, die anderen haben ein Feuer gemacht und es war auch jemand im Dorf gestorben und man hörte so von weitem Gesänge. Das gehört eben auch so zur Bewältigung dazu, dass sie die ganze Nacht singen und auch mal schreien, aber es war vorwiegend Gesang.
Und wir waren eben die erste Nacht da, es war schon dunkel und ich war so fasziniert davon, dass ich mein Aufnahmegerät genommen habe, meine Kopfhörer aufgesetzt habe, Mikro und losgelaufen bin, ohne zu wissen natürlich, wo bin ich in diesem Dorf, ohne mich überhaupt dort auszukennen. Und dann bin ich aber immer meinem Mikrofon und dem Ton gefolgt, weil ich unbedingt diese Gesänge aufnehmen wollte. Für mich war das so ein bisschen so der Ruf Afrikas und ich bin ihm blind gefolgt. Und das war für mich ein schlimmes Erlebnis, weil irgendwann wurde mir klar mit, du hast dich vollkommen verlaufen. Du weißt nicht mehr, wo du bist. Ich stand mitten zwischen Büschen, habe dann alles ausgemacht und bin dann so ein bisschen panisch durch die Kalahari gelaufen, habe zum Glück ein Feuer gesehen und eine andere Hütte. Ich sprach natürlich kein Englisch. Ich bin dann hin und natürlich haben sie sofort gesehen, ach, die gehört doch zu den Weißen, die da heute angekommen sind, wussten natürlich auch, wo ich hingehöre. Und netterweise haben sie mich dann an der Hand genommen und zu meinem Zelt geführt. Aber das war für mich schon ein schockierendes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, so, jetzt stehe ich hier ganz alleine, mich hört keiner mehr. Das war also für mich ein persönlich schlimmes Erlebnis. Was für mich jetzt ein sehr schönes Erlebnis war, wir waren ja jetzt ganz oft in der Kalahari und haben sie besucht. Und ich glaube, das vorletzte Mal, als wir da waren, habe ich das Wort für Freund gelernt, Gabakwe. Und weil sie es nämlich benutzt haben und gesagt haben, wir wären jetzt ihre Freunde. Und das war dann schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis für uns beide. Ja, Sie haben uns tatsächlich jetzt im Laufe der 5 Reisen, die wir waren insgesamt 5,5 Monate dort, inzwischen haben wir wirklich Freunde und wenn wir dort jetzt auch im Januar sind wir wieder vor Ort oder ankommen, dann sind es wirklich freundschaftliche Begrüßungen. Wir umarmen Sie, Sie machen uns gleich ein Feuer, teilen Ihr Essen mit uns halt, was einfach schon mal ein Zeichen ist, dass wir zu Ihnen gehören. Und das ist natürlich für uns auch ein ganz großes Geschenk, dass wir Ihnen so nahe kommen durften und so viel Zeit mit Ihnen verbringen durften in der Kalahari. Auch wenn aus dem Film jetzt gar nichts geworden wäre, er nirgendwo gelaufen wäre, wäre es für uns eine Erfahrung gewesen, die unvergesslich bleibt. Und ich habe wirklich viel über mich auch noch und über den Homo sapiens sapiens gelernt letzten Endes, weil die Ohren sich nochmal ein ganz anderes Verständnis haben davon, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ja. Dadurch, dass sie in ihrer Gemeinschaft alles teilen, dass es keine Konflikte in der Gemeinschaft gibt, es gibt keinen Chef in der Gemeinschaft, alle Entscheidungen werden nur im gesamtheitlichen Konsens getroffen. Das sind Sachen, die ich hier bei uns in der Welt sehr vermisse und die mir vorher auch gar nicht mehr so bewusst waren, dass der Homo sapiens sapiens ja doch mal wirklich gut war und alles in einer Gemeinschaft gemacht. Und hier erscheint mir unsere Gesellschaft immer sehr verwirrt, sehr kurzweilig. Jeder denkt nur an sich selbst. Der Individualismus spielt eine ganz große Rolle. Und dadurch war es eine Bereicherung für unser ganzes Leben, dass wir so viel Zeit mit ihnen verbringen konnten und das sehen und erleben durften, wie der Mensch auch sein kann, nämlich ein guter Mensch. Und ich muss sagen, dadurch habe ich auch häufig in so Betrachtungen gesagt, wenn es wahre Menschen für mich gibt, dann sind das die Uansi. Und dafür müssen wir uns nochmal bedanken an diesen Erfahrungsschatz, an unsere Freunde, dass wir das mit ihnen teilen und erfahren durften. So wie Sie das jetzt so schildern, Frau Lermer und Herr Stadler, ist es ja ein Herzensprojekt von Ihnen. Haben Sie das unter eigenem Label produziert oder gab es eine Finanzierung? Es klingt nämlich nicht danach. Wir haben das komplett selbst finanziert. Ich habe eine kleine Filmproduktionsfirma, dadurch habe ich das Equipment und ein kleines Studio, wo wir schneiden konnten, aber alle Reisekosten, Jeepmieten etc., die sind alle zu unseren Lasten gegangen. Und erst ganz am Schluss, als wir auf der Berlinale unser Projekt verschiedenen Weltvertrieben vorgestellt haben und die ganz großes Interesse hatte, dann ist die Hessische Filmförderung noch drauf aufgesprungen und hat uns noch was für die Postproduction dazugegeben. Was aber dann ein Glücksfall war, weil dadurch konnten wir überhaupt nominiert werden für den Hessischen Filmpreis, den wir dann auch tatsächlich 2016 gewonnen haben als besten Dokumentarfilm hier in Hessen. Und so hat letzten Endes der Film schon seinen Weg gemacht. Aber auch wenn jetzt nichts aus dem Projekt geworden wäre, wären wir einfach glücklich gewesen, die Erfahrung zu machen. Und das war auch am Anfang der Schlüssel für alles. Wir wollen das Projekt machen, weil das auch eine Herzensangelegenheit für uns ist. Ich glaube, das war für uns beide sehr gut, dass wir wirklich unseren Film draus machen konnten und danach sehen, wie nimmt ihn denn die Welt auf oder eben unser Weltvertrieb, den wir dann ja zum Glück gefunden haben. Und ganz unverhofft haben wir wirklich großen Erfolg. Also wir hätten damit nicht gerechnet und wir freuen uns sehr darüber, dass der Film jetzt so in die Öffentlichkeit geht, dass das wirklich so geklappt hat. Der Film ist seit 1,5 Jahren weltweit unterwegs. Er ist auf Filmfestivals rund um die Welt gelaufen, von Südamerika über Nordamerika, nach Asien, Afrika. Wir haben einige Preise gewonnen. Ich glaube, 25 Sender weltweit haben den Film jetzt schon eingekauft. Also
diese Ästhetik und diese Idee funktioniert überall, ob man sie in Südamerika, Russland, USA, Skandinavien oder Australien zeigt. Und das freut uns besonders, dass ganz viele Menschen eigentlich mit der Schönheit sozusagen der Jugend Johansi sich jetzt auseinandergesetzt hat, weil der Film überall funktioniert. Vielen Dank, Frau Lermer und Herr Stadler, dass Sie heute bei uns waren. Wir freuen uns wirklich sehr. Vor allen Dingen haben wir so viele interessante und spannende Einblicke bekommen, wie es nämlich denn auch mal hinter den Kulissen ausgesehen hat. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu all dem, was Sie damit erreicht haben. Man muss einfach seinem Herzen folgen und dann bekommt man auch ja, den Erfolg in jeglicher Hinsicht. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank an Sie für die schönen Worte und für das schöne Interview. Vielen Dank.